Auch sowieso. Danke und guten Abend. Es freut mich, dass ich ja schon als Stammpersonal bezeichnet werde. Ich bin's auch gerne, bin auch gerne hier, weil es gibt in Sachsen nicht viele Demonstrationen, die so hartnäckig für den Frieden demonstrieren. Und deswegen macht es mir auch großen Spaß, jeden Montag hier zu sein. Und ich würde gerne ein paar Worte zu dem Konflikt in der Ukraine sagen, aber vor allen Dingen dazu, wie unsere Politik und wie die europäische Politik den Hass zwischen den Völkern sät. Ich habe nämlich jetzt gelesen, dass man versucht, die Menschen aus Russland, die nach Europa einreisen wollen, zu behindern, indem man sagt, wenn ihr mit einem privaten Auto hier reinkommt, dann ist das eine Wareneinfuhr, das dürft ihr nicht. Dann nehmen wir euch euer Auto weg. Und alles, was im Auto ist und noch verpackt ist, wie zum Beispiel Hygieneartikel, Damenbinden und ähnliches, auch das sind Handelswaren, das nehmen wir euch weg und die Handys. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da fährt jemand privat mit seinem Auto, besucht vielleicht seine Angehörigen in Deutschland und dann kommen die deutschen Behörden und beschlagnahmen das Auto einfach unterm Arsch weg und derjenige kann dann sehen, wie er weiterkommt, wie er sich selbst organisiert. Das ist offene Hetze gegen Nationen und das wird von staatlicher Seite gemacht. Ich finde das absolut abstoßend. Ich finde das abstoßend, wenn man sowas privat macht, wenn man Völker, Ethnien gegeneinander aufhetzt. Und ich finde es absolut abstoßend, wenn das von staatlichen Organisationen von oben herab geschieht. Und wenn man sich dann die Frage stellt, warum wird sowas Ekelhaftes gemacht von Behörden, dann habe ich den Eindruck, es geht tatsächlich darum, dass hier in diesem Konflikt der Hass angestachelt werden soll, das gehetzt werden soll, damit am Ende die Menschen bereit sind, sich in diesen Konflikt mit hineinzubegeben, sich auf eine Seite zu schlagen und bereit sind, eben Steuern zu bezahlen, Milliarden abzugeben vom eigenen Geld für diesen Krieg. Dafür ist diese Hetze notwendig. Wir haben erlebt, wie durch die staatlichen Institutionen russische Sportler von Sportwettbewerben ausgeschlossen worden sind. Der Sport Olympia sollte immer der Völkerverständigung dienen und jetzt wird es benutzt, um den Hass zwischen den Völkern zu sehen. Auch das ist abstoßend. Und wenn jetzt in Berlin eine berühmte Künstlerin, die Frau Netrebko als Opernsängerin auftreten will und dann der Kultursenator seines Zeichens CDU-parteinig aufruft, gegen diesen Auftritt zu demonstrieren, dann zeigt mir das eben auch, wo unsere deutsche Politik, wo die CDU angekommen ist. Man hetzt gegen andere Ethnien. Also, wenn ihr euch fragt, warum das Geld nicht reicht, warum das Bürgergeld um 12% erhöht wird, was ja dann vor allen Dingen eben auch den Ukrainern zugutekommt und warum die Rente nur um 6% erhöht wird, weil das würde ja nur die Deutschen betreffen, dann wisst ihr, das ist gewollt. Lasst euch nicht aufhetzen, lasst euch nicht gegen andere Völker instrumentalisieren. Die Russen sind Menschen wie wir, die Ukrainer sind Menschen wie wir. Der Feind sitzt in Berlin und Brüssel. Vielen Dank. Ja, danke.